Der Münchner Soziologe Nassehi hat ein Buch vor kurzem veröffentlicht. Es trägt den Titel Unbehagen, die Theorie der überforderten Gesellschaft. In diesem Buch beschreibt er eben, dass die Gesellschaft letztendlich mit all den Errungenschaften überfordert ist, die sie selbst hervorgebracht hat. Interessant ist, wenn man sich Stimmen anhört, die vor allem aus dem Bereich des evangelikal- und pfingstkirchlich orientierten Christentums zu vernehmen sind. Denn in den USA hat der Ukraine-Krieg dort auch zu Spekulationen über eine nahe Endzeit mit Jesu Wiederkunft belebt. So heißt es etwa auf der Website Prophecy Newswatch, welche sich mit der Apokalypse befasst, die russische Invasion habe möglicherweise biblische Bedeutung. So sagte auch der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat und Autor des Verschwörungstheorie-Buches The New World Order, zu Deutsch die neue Weltordnung, Pat Robertson, für großes Aufsehen. Der einflussreiche Prediger und Politiker der christlichen Rechten in den USA stellte die These auf, Gott selbst habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Angriff auf die Ukraine bewogen. Endzeitwarnungen finden im US-Protestantismus seit Jahrzehnten Anhängerinnen und Anhänger. Prediger, Autoren und Politiker bedienen sich ihrer gleichermaßen. So beispielsweise der Autor Hal Lindsey, berühmt wegen seines Bestsellers The Late Great Planet Earth. Er schrieb 1980, das kommende Jahrzehnt sei wohl das letzte. Oder der Baptistenprediger Terry Farwell, dieser erklärte 1999, Jesus Christus werde wohl in den kommenden 10 Jahren wiederkehren. Die Hufschläge der 4 Reiter der Apokalypse seien zu hören, schrieb 1984 der Baptistenpastor Billy Graham. Allerdings stoßen solche Prognosen in zahlreichen Kirchen auch auf Kritik. Das evangelikale Relevant Magazine schreibt im Editorial, der Krieg in der Ukraine sei kein Hinweis auf die Endzeit, sondern eine humanitäre Krise, die unsere Hilfe einfordert. Manche prominente Christen versuchten, bedeutsame globale Ereignisse in ihr Modell der Endzeittheologie hineinzupressen. Wir haben es ja selbst gemerkt, die Corona-Pandemie führte zu einem massiven Einschnitt in der Gesellschaft. Der Religionssoziologe Alexander Kenneth Nagel schreibt dazu in seinem Buch Corona und andere Weltuntergänge. Anders als die anderen globalen Krisenphänomene wurde die Corona-Krise im Alltagsleben der Menschen allerdings deutlich und umfassend spürbar. Homeoffice, Kontaktsperre, abgesagte Reisen, der Einkauf als logistische Herausforderung, die unsichtbare und doch universelle Bedrohung einer Ansteckung sowie die damit verbundenen Vorsorgepraktiken, Händewaschen, Mundschutz, betrafen alle und jeden unmittelbar. Die mediale Allgegenwart und Alltagsrelevanz der Corona-Krise führte im Verbund mit der erzwungenen Immobilität und der paradoxen Einsicht, dass letztlich Rückzug die einzige Option der Intervention darstellt, zu einem bemerkenswerten Reflexionsschub. Dies betraf zum einen die breite Verarbeitung des Themas in den Medien, die sich nicht auf die naturwissenschaftlichen Hintergründe beschränkte, sondern auch und in zunehmendem Maße um sozialwissenschaftliche Folgenabschätzung und geisteswissenschaftliche Kontextualisierung der Pandemie bemüht war. Es betraf aber auch das Bemühen jedes Einzelnen, Sinn aus der Krise zu machen und ihre systemischen und persönlichen Implikationen zu durchdringen. Dazu gehört die Verarbeitung von Corona-Erfahrungen in den sozialen Medien ebenso wie der Austausch in verschwörungsideologischen Online-Zetteln. Soweit Kenneth Nagel, Corona und andere Weltuntergänge. Rasierende und inzwischen massiv verbreitete Verschwörungstheorien reagierten auf den Kontrollverlust von Menschen
in einer überforderten Gesellschaft. Besonders die QAnon-Ideologie wurde zum Inbegriff eines, ja man kann sagen, Weltanschauungsextremismus, der einen Endkampf zwischen Gut und Böse, zwischen Erwachten und alten Eliten martialisch auf digitalem Wege verbreitet. Sie sehen es hier an diesem Bild, Q, The Great Awakening, das große Erwachen, der Sturm beginnt und dieses Kürzel, where we go one, we go all, also man könnte es frei übersetzen, einer für alle, alle für einen. Diese Ideologie kam im Herbst 2017 auf. Auf einem Messenger-Board wurden geheimnisvolle Botschaften unter dem Kürzel Q abgesetzt. Und Q gilt, also Q, im US-Sicherheitsapparat als höchste Geheimhaltungsstufe. Und so begann sich eine, man könnte sagen, digitale Rätsel-Mitmach- und Dechiffriergemeinschaft zu entwickeln, die diese Geheimbotschaften zu entschlüsseln suchte und neue Verschwörungstheorien hinzufügte. Drei Elemente kennzeichnen diese Ideologie. Erstens, es gebe so etwas wie einen tiefen Staat. Zweitens, das Establishment, die Eliten, würden Kinder entführen, sie gefangen halten und ihnen ein Verjüngungselixier Adrenochrom entnehmen. Und die dritte Überzeugung, ich mache es jetzt ganz kurz, man könnte noch viel länger darüber sprechen, Donald Trump gilt in diesem System als Erlöser. Nun wissen wir ja, dass Donald Trump zum Glück abgewählt wurde, aber diese QAnon-Ideologie wird weiter gesponnen. Es heißt, im Weißen Haus würden Marionetten regieren und Trumps Wiederkehr stünde unmittelbar bevor. Inwieweit auch einzelne Akteure dann auch austauschbar sind, zeigen etwa neue Verschwörungstheorien, aktuelle Verschwörungstheorien in Telegram-Kanälen, wonach eben jetzt Wladimir Putin Krieg gegen den tiefen Staat führen würde, in der Ukraine Biowaffenlabore zerstören würde, die eben vom tiefen Staat darauf ausgerichtet waren, neue Viren in Umlauf zu bringen. Also Sie merken, wie krude solche Verschwörungserzählungen auch sind. Der Fahrplan. Ich möchte mit Ihnen 9 Schritte gehen. Dahinter steckt jetzt kein tieferer Sinn. Sinn schon, aber die Zahl 9 beleuchtet jetzt einzelne Aspekte. Ich möchte einmal zunächst beginnen mit dem Thema Apokalypse Now, inszenierte Weltuntergänge. Ich denke, wenn man den Begriff Apokalyptik verwendet, das erfordert eine begriffliche wie inhaltliche Präzisierung. Apokalyptik hat ihren Anhaltspunkt in der Bibel. Apokalypten, das heißt es griechisch, heißt aufdecken, enthüllen, ans Licht bringen. Und es geht um die Enthüllung von Geheimnissen über den Weltenlauf und das Weltende. Das letzte Buch der Bibel trägt ja auch den Namen Johannes Offenbarung, Johannes Apokalypse. In diesem Sinn ist auch Offenbarung, also das letzte Buch der Bibel, Kapitel 1, Vers 1 zu verstehen. Das ist die Apokalypsis Jesu Christi, also die Enthüllung, Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Apokalyptiker haben demnach nicht die Wandlungsprozesse innerweltlichen Geschehens vor Augen, sondern vielmehr das Ende der Geschichte schlechthin. Sie deuten so die Geschichte von Tod und Auferstehung her. Das heißt, das Ende bedeutet einen neuen Anfang, wobei die Dimensionen alles Bisherige sprengen. In faszinierenden Urbildern schildern sie einerseits die sich steigernden apokalyptischen Schrecken, andererseits aber auch die sich einstellenden Hoffnungspunkte der nahenden Erlösung. Nicht ohne Grund ist das zugegebenermaßen schwer verständliche letzte Buch der Bibel, Johannes Offenbarung, so haben es neutestamentliche Ausleger sehr gut herausgearbeitet, ja ein Trostbrief, Seelsorge an Geängstigten in einer Verfolgungssituation, Christenverfolgung, und Trost für Angefochtene. Also letztendlich geht es in christlicher Perspektive nicht
um Aussagen über die Schrecken der vergehenden Welt, sondern um Aussagen über Gott selbst, der dem Leid ein Ende setzen wird. Es ist ein auf Christus bezogener Zukunftsglaube. Das mal so als Vorbemerkung. Wir merken es ja, in Übergangs- und Krisenzeiten haben Endzeitspekulationen Konjunktur. Von außergewöhnlichen Naturereignissen und besonderen Jahreszahlen scheint dabei eine besondere Suggestionskraft auszugehen. Können Sie sich noch an den 21. Dezember 2012 erinnern? Dieses Jahr 2012 spielte für Endzeitspekulationen eine große Rolle. Vor allem der 21. Dezember 2012 geriet deswegen in den Fokus der Aufmerksamkeit, weil da findige, kundige Seher meinten, der Maya-Kalender geht zu Ende. Maya-Forscher haben gesagt, alles Blödsinn, er beginnt einfach von vorne. Aber schuf sich damit letztendlich auch eine Projektionsfläche. Interessant daran ist, dass eben dass dieser Maya-Kalender oder überhaupt dieses Urwissen, wie es Esoteriker behaupten, dort zu finden sei, dass man also nicht mehr sich umschaut in Dokumenten oder Schriften des jüdisch-christlichen Kulturkreises, sondern dass man Ausschau hält nach angeblich unbelasteten indigenen religiösen Traditionen. Kritisch könnte man sagen, auch eine Form des Kolonialismus, dass man dort eben auch die Dokumente anderer Kulturen sozusagen sich aneignet. Dieser Maya-Kalender, und damit habe ich mich eingehender befasst, also Sie sehen hier jetzt zum Beispiel auch eine Romanreihe, die da auch entstanden ist 2012, natürlich dann in der Esoterik-Szene Popularisierung und Spiritualisierung. Also, dass man auf der einen Seite richtige Schreckensszenarien damit in Verbindung gebracht hat, Schreckensvisionen und andere, meistens aus esoterischem Kontext, sprachen davon, dass der Maya-Kalender ein Anhaltspunkt ist für eine globale Wendezeit. Der besondere Reiz des fiktional und medial inszenierten 2012 Maya-Mythos lag eben in der Kombination von indigener und angeblich authentischer Wissenskultur und der meist auf numerologisch ermittelten Suggestionskraft von Jahreszahlen, die mit Tages- und Monatsangaben kombiniert werden. Diese Faszinationskraft von Zahlen konnte man ja jetzt auch wieder sehen. 2.2.2022, die Standesämter waren viel beschäftigt. Also da steckt sozusagen auch ein tiefer Reiz darin. Also das heißt, mit diesem Mythos, da spiegelten sich auch Ängste und Verunsicherungen einer Gesellschaft wider, die sich im Zuge einer säkularen Apokalyptik der Möglichkeit einer technologischen Selbstzerstörung schmerzhaft bewusst wird. Also im Jahr 2012 sollte die Welt untergehen, so deuteten es manche selbsternannten Experten des Maya-Kalenders und beschworen verschiedenste Katastrophenszenarien herauf, Asteroideneinschläge, Sonnenstürme, Vulkanausbrüche und vieles mehr, wie das eben auch in den Film teilweise dann auch umgesetzt wurde. Interessant ist, und damit kommen wir wieder auch so in die Gegenwart, dass sich eine sogenannte Prepper-Bewegung gebildet hat. Prepper kommt von Prepare, also Vorbereitung. Das sind Menschen, die sich akribisch auf mögliche Krisen und Katastrophen vorbereiten. Sie bezweifeln nämlich, dass zum Beispiel im Falle eines Krieges, einer Naturkatastrophe oder eines Terroranschlags die staatliche Krisenvorsorge funktioniert. Daher legen sie, das ist ein bisschen dunkel, aber es kommt gleich eine bessere Folie. Ja. Deswegen legen sie sich eigenständig Lebensmittelvorräte an und erlernen Überlebenstechniken. Viele Prepper könnten so
mit Hilfe ihrer Vorräte mehrere Wochen lang autark leben. In Deutschland, wo ich ja auch mich mit der Szene beschäftige, ist die Prepper-Szene keine einheitliche Bewegung. Von politischem Radikalismus grenzen sich viele der meisten deutschen Prepper-Foren ab. Doch die Szene ist attraktiv für Waffennarren und Verschwörungstheoretiker. Manche Prepper bereiten sich darauf vor, ihre Vorräte im Krisenfall mit Waffengewalt zu verteidigen. Daher sind mittlerweile auch Verfassungsschützer auf die Szene der Prepper aufmerksam geworden. Ursprünglich ist diese Prepper-Bewegung in den 1970er Jahren in den USA entstanden. Sie erinnern sich, das war auch die damalige Ölkrise. Club of Rome hat also sehr negative und sehr erschütternde Veröffentlichungen zur Zukunft im Blick auf die Umwelt veröffentlicht. Und diese Prepper-Szene ist natürlich sehr heterogen. Und durch die Corona-Pandemie hat sie nach meiner Einschätzung im deutschsprachigen Raum Aufwind erhalten. Das Krisenwissen der Prepper zeichnet sich durch umfassende Katastrophenszenarien und eine ausgeprägte Naherwartung aus. Es erscheint daher naheliegend, ihre Zeit- und Gesellschaftsprognosen vor dem Hintergrund einer klassisch-apokalyptischen Hermeneutik der Krise genauer zu betrachten. Das heißt, diese Prepper wählen sich bewusst eine Hintergrundfolie, um sich die Erträge des eigenen Vorbereitungshandelns auszumachen. Immer wieder wird dann auch auf belletristische Bearbeitungen verwiesen, etwa den Roman EMP von Eva Marbach, der von dem eher rechtsesoterischen Kopp Verlag vertrieben wird. Der Roman erzählt vom weltweiten Zusammenbruch der technischen Infrastruktur infolge gezielter terroristischer Anschläge mit elektromagnetischen Impulsen, daher diese Abkürzung EMP. Auch wenn die Darstellung des gesellschaftlichen Verfalls, Plünderungen, marodierende Banden immer wieder präsent ist, liegt das Hauptaugenmerk der Erzählung auf der Resilienz der Protagonisten. Diese sind größtenteils Angehörige einer Familie, die sich frühzeitig auf den Ernstfall vorbereitet hat und im Zuge des Zusammenbruchs in ihrem ländlichen Refugium wieder zusammenfindet. Die Geschichte endet mit dem Zusammentreffen der Familie, ohne auf die weitere Entwicklung der Welt oder der gesellschaftlichen Ordnung wieder einzugehen. Manche haben auch schon anderweitig Vorsorge getroffen. Sie sehen hier die Seite eines kalifornischen Unternehmens, Vivos, das bietet Hilfe an. Es will einen riesigen unterirdischen Bunker bauen, in dem 4000 Menschen das Endzeitdesaster komfortabel überstehen können. Die Kosten für den Komplex sollen sich auf 10 Millionen Dollar belaufen. Er soll mit eigener Energieversorgung, autarkem Wasserkreislauf, medizinischer Versorgung und Lebensmittelvorräten für ein Jahr ausgestattet sein. Vivos betont seine religiöse Neutralität, beruft sich aber nicht nur auf die Maya, sondern auch auf die Untergangsprophezeiungen der Hopi-Indianer von Nostradamus, auf den ich noch eingehen werde, und der Bibel. Roboter, Atombomben, Zombies, in welcher Form die Apokalypse auch immer passieren mag, der Vivos X-Point Survival Bunker sorgt dafür, dass du sie aushalten kannst. Die Survival Community befindet sich in der Black Hills Region in South Dakota. Sie besteht, da heißt es jetzt, aus 575 Betonbunkern, das sind also kleinere, die ursprünglich von der Army genutzt wurden, um Munition und Bomben zu lagern. Also jeder Bunker kann eine 500.000 Pfund schwere Explosion aushalten und keine Sorge, es handelt sich nicht um schmutzige, feuchte Untergrundlöcher. Und das zeigt die nächste Folie, also das ist sozusagen der unterirdische Bunker, den man dann auch beziehen kann. Ich habe vorhin auch kurz die Filme angesprochen, das wäre sicherlich auch nochmal ein eigenes Thema, sozusagen die Apokalypse im Film. Interessant ist, dass in manchen Filmen, denken wir The Day After Tomorrow oder vorhin die Folie 2012, regelmäßig wird dort die Frage nach dem Sinn der Schöpfung, nach Schuld
und Erlösung gestellt. Oft tritt dann ein menschlicher Erlöser auf, der durch heldenhafte Anstrengungen, ja sogar durch Hingabe seines Lebens die Welt rette. Nur einer fehle, der uns aus den biblischen und außerbiblischen Apokalypsen wohl vertraut sei: Gott. Im Film hängt die Rettung der Welt nicht an ihm, sondern am Menschen. Also das ist sozusagen auch eine Form der säkularen Apokalyptik. Gehen wir einen Schritt weiter. Sinnsuche zwischen Endzeiterwartung und Erlösungshoffnung. Wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut, so gab es immer wieder auch apokalyptische Bewegungen, endzeitliche Gemeinschaften, die die Bilderwelt der Apokalyptik zur Deutung der Gegenwart heranzogen. Meistens hat sich dann auch diese Bilderwelt verselbstständigt und das Zentrum der Botschaft, Jesus Christus als Kommender, wurde dann eher in den Hintergrund gedrängt. Zusätzlich zur Deutung wurden auch Hoffnungen laut, die angesichts der vergehenden Welt eine neue Gesellschaftsform oder eine verwandelte Menschheit heraufziehen sahen. Diese sogenannten apokalyptischen Bewegungen oder wie sie auch manchmal bezeichnet werden, Endzeitsekten, weisen drei grundlegende Eigenschaften auf. Die Geschichte wird gedeutet als Kampf zwischen Gut und Böse. Sie sind geprägt von einem dualistischen Weltbild, Gut und Böse, Licht und Dunkelheit. Und das dritte, Endzeit, Apokalypse, Weltuntergang und Strafgericht erscheinen dann identisch. Apokalyptik wird in dieser Perspektive zu einer Theologie der Angst als Versuch, mit den Erfahrungen von Ohnmacht, Furcht angesichts der bedrohten Menschheit umzugehen. Es gab schon immer wieder die Versuchung, in solchen Endzeitbewegungen ja, die Berechnungen eines bevorstehenden Endes vorzunehmen. Und meistens wurde dann so etwas wie eine Art biblische Arithmetik betrieben, sodass man dann entsprechende Jahreszahlen herauszufinden meinte. Denken wir etwa an die Endzeitbotschaften der Zeugen Jehovas. Da wurde ja mehrmals auch, ja nicht der Weltuntergang, sondern Harmagedon, die Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse mit der Vernichtung der Ungläubigen angekündigt, 1973. Die Wachturmgesellschaft ist etwas vorsichtiger geworden. Man spricht dann von binnen kurzem und jetzt hat man auch auf diese Formulierung verzichtet. Aber in den Schriften ist natürlich diese Erwartung des bevorstehenden Entscheidungskampfes Harmagedon nach wie vor vorhanden. Es gab natürlich auch in der älteren Christentumsgeschichte chiliastisch-apokalyptische Geschichtsdeutungen, etwa der Abt Joachim von Fiore, denken wir an den. Er berechnete diese Geschichtsauffassung der Drei-Zeiten-Lehre im Anschluss an den Stammbaum am Evangelisten Matthäus, entwickelten Stammbaum, die Zeit des Alten Testaments als Zeit Gottes des Vaters, die Zeit des Neuen Bundes als die des Sohnes und beginnen mit dem 13. Jahrhundert, die Heilsepoche des Heiligen Geistes als Vollendung der bisherigen Heilsgeschichte. Und wir merken ja auch in der Geschichtsphilosophie, etwa Hegels, der marxistisch-leninistischen oder auch in der Ideologie des Nationalsozialismus, klangen die Gedanken eines tausendjährigen Reiches nach wie vor auch an. Oder denken wir auch an die Christentumsgeschichte, denken wir an das Täuferreich zu Münster, ein politischer Chiliasmus. Also Sie sehen, dass dieses Gedankengut nach wie vor in der Geschichte auch eine Rolle gespielt hat. Kommen wir zum dritten Punkt, die Stunde der Seher, säkulare Prophetien. Drei Schlagworte, Weltkriege, Seuchen, Kometen, Weissagungsbücher zum Thema. Die Rede von der Apokalyptik erfreut sich großer Popularität. Schon längst ist sie nicht mehr nur ein Grundthema von endzeitlich ausgerichteten Sondergemeinschaften wie die bereits erwähnten Zeugen Jehovas oder anderen. Und oftmals paart sich eine Erlösungshoffnung mit einem übersteigerten Exklusivismus, sodass man auch von einer versekteten Apokalyptik sprechen kann. Also dass man
meint, ich gehöre zu den Geretteten, die anderen eher nicht. Das heißt, im öffentlichen Bewusstsein wird die Apokalyptik losgelöst von religiösen und jüdisch-christlichen Konnotationen zum grauenvollen Szenario schlechthin. Und der Weltuntergang, so haben das zeitgenössische Beobachter mal formuliert, ist alltäglich geworden, vor allem in der Unterhaltungsliteratur und im populären Film. In seinem Buch Katastrophen, eine Kulturgeschichte vom 16. bis ins 21. Jahrhundert, kommt der Schweizer Historiker François Walter zu der Beobachtung, Zitat, die heutige Gesellschaft braucht Bilder. Mehr denn je versteht sich die Vermarktung von Ereignissen mit Hilfe von Foto und Film durch die Medien, seien es als Vulkanausbrüche oder Erdbeben, als Mittel, verheerende Vorkommnisse zu normalisieren. Katastrophenfilme haben sich rasch zu einem eigenen Genre entwickelt und in jüngster Zeit kommt selbstverständlich das Fernsehen hinzu, das beispielsweise die Bilder vom 11. September 2001 oder die der Tsunami-Welle vom 26. Dezember 2004 damals in regelmäßiger Folge sendet. Von besonderen kulturellen Kontexten abgesehen handelt es sich dabei nicht um moralische Urteile oder Appelle, sondern um bloße in Szene gesetzte Naturereignisse. Wir merken es, und wenn man da eine Zeitdiagnose vornimmt, die Lebensumstände haben sich eben enorm verändert. Ressourcenverknappung, auftretende Naturkatastrophen mit verheerenden Folgen, eskalierende Gewalt mit Terror und Krieg. Die Angst vor dem Ende hält Ausschau nach immer neuen Terminen und Hinweisen. Dass von besonderen Ereignissen auch eine starke Suggestionskraft ausgeht, zeigen auch Ereignisse, wenn man zurückblickt. Als ich damals 1999 bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin angefangen habe, gab es den 11. August 1999, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, die Sonnenfinsternis. Also auch da gab es ganz seltsame Spekulationen. Die französische Astrologin Elisabeth Tessier, ältere kennen Sie vielleicht noch, und der bekannte Modeschöpfer und Esoterikautor Paco Rabanne hatten für diesen Tag schreckliche, düstere Prognosen erstellt und detaillierte Horrorszenarien entwickelt. Andere befürchteten unter Berufung auf die Schriften von Nostradamus Naturkatastrophen und soziale Umwälzungen. Nur wenige Monate später richtete sich der angstvolle wie erwartungsvolle Blick auf das neue Millennium, 1999-2000. Es wurde spekuliert, steht da ein Computerzusammenbruch bevor weltweiten Ausmaßes. Und man merkt auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, den Millenniumwechsel haben wir Gott sei Dank gut überstanden, es sind solche säkular-apokalyptischen Deutungen keineswegs verschwunden. Sie suchen sich stets ein neues Datum. Es sind immer wieder dann auch vor diesen Ereignissen und immer wieder auch neu aktualisiert Bücher erschienen, die eben meistens Aussagen von älteren Sehern wie Nostradamus, Mühlhirsel und andere für die Gegenwart aktualisieren wollen. Interessant ist aber auch kritische Literatur über Weissagungsbücher gibt es kaum. Weissagungsliteratur entzieht sich von ihrem Anspruch her ohnehin einer kritischen Überprüfung, weil man sich eben auf ein höheres Wissen, auf eine Art Überwissen beruft. Bereits in den 1970er Jahren erschienen eben Bücher, vor allem in der Zeit der Ölkrise und dann Hochrüstung, die sich aus esoterischer und neuoffenbarerischer Sicht mit endzeitlichen Berechnungen befassten. Diese sogenannte Weissagungsliteratur, hier etwa von Adalbert Schönhammer, praktischer Arzt, der sich für Okkultismus interessierte. Dieses Buch hatte doch eine sehr starke Wirkung in der Szene. Das große Buch der Voraussagen mit Zeittafeln. Dieser Herr Schönhammer bezieht sich sozusagen auf Sehergeschichte, auf Waldpropheten,
Er stützt sich auf die Weissagungen von Alois Irlmeier, 1894 bis 1959, medial begabten Männern. Interessant, dass es vor allem Männer immer sind, die, auf die er sich bezieht. Und der katholische Neuoffenbarer Jakob Norberg, der Schreibknecht Gottes, wie er sich genannt hat, 1800 bis 1864, der ein zehnbändiges Johannesevangelium durch inneres Diktat niedergeschrieben hat, auch Endzeiterwartungen geäußert hat. Und interessant ist, dass eben jetzt so eine Art Zusammenschau von solchen Weltuntergängen in diesen Büchern zusammengestellt werden. Hier rechts habe ich Ihnen noch abgebildet ein Buch, so muss man es wirklich sagen, von einem antisemitischen Bestsellerautor. Jan van Helsing ist nicht sein bürgerlicher Name, das ist ein Pseudonym. Sie kennen diesen Namen vielleicht aus Bram Stokers Dracula, der Vampirjäger, Jan van Helsing. Mit bürgerlichem Namen heißt dieser junge Mann Jan Udo Holey. Er hat Mitte der 1990er Jahre einen zweibändigen antisemitischen Bestseller veröffentlicht, Geheimgesellschaften Band 1, Band 2. Er geriet mit diesen Büchern in den Fokus der Justiz. Er wurde wegen Volksverhetzung dann auch angeklagt. Und die Bücher wurden dann eben auch konfisziert. Und auch hier der Versuch, wieder bewusst auch Ängste zu schüren, das auch entsprechend zu vermarkten. Andere Bücher, die jetzt sich auf Prophezeiungen von einem Medium, einer Maria S. beziehen. Zuerst krachen die Gedanken, dann kommt der Hunger, dann kommt der Krieg, heißt es hier, der Dritte Weltkrieg kommt. Das heißt, diese Bücher und diese Weissagungsliteratur erhebt den Anspruch, die Zukunft der Menschheit zu kennen und darzustellen. Und man arbeitet hier immer wieder mit Kontrasten, also dunkle Gegenwart und heilvolle Zukunft. Diese Zukunft betrifft nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die gesamte Menschheit. Und die Geschichte, der Ablauf wird meistens in drei große aufeinanderfolgende Phasen eingeteilt. Also die Bestrafung der dekadenten Menschheit durch große Katastrophen. Zweitens die Rettung durch einen großen Monarchen oder durch Außerirdische. Da wird ein bisschen Prise Science Fiction auch mit hineingenommen. Und zuletzt folgt eben auch ein Friedensreich auf Erden. Also das ist so dieser klassische Dreischritt, den man dann in immer wieder neuer Verpackung dann finden kann. Also diese Weissagungsliteratur ist nicht neu. Bereits so in den, man kann sagen, Anfang der 1980er Jahren ist in einer spiritistischen Zeitschrift Esoterra eine Serie erschienen, die mit dem Titel Welt im Kataklysmus. Kataklysmus überschwemmen, das bezeichnet in der Geologie eine erdgeschichtliche Katastrophe. Und da wurde das also genauer ausgeführt, indem man sich eben auf Seher, Medien, Neuoffenbarer bezogen hat. Und da wurden schon die ganzen Schreckensszenarien entfaltet und diese Motive im Grunde vorbereitet. Interessant ist, dass schon damals in den 1980er Jahren die Sensitiven eine Prognose für die Zeit zwischen 2010 und 30 abgegeben hätten, dass da eine neue kulturelle Orientierung vorausgesagt würde. Dann würde der Mensch seine wahre Natur und Kapazität erfahren. Die Sensitiven sprachen von spirituellen Lehren für alle, die persönliche Entfaltung suchen und von durch Gebete kontrollierten Ernteerträgen. Um im Jahr 2030 soll es nicht mehr revolutionär, sondern selbstverständlich sein, dass Sensitive und Geistheiler in den vordersten Rängen der Wissenschaft als Vorreiter der Erkenntnis dienen. Also da hat man auch etwas für die eigene Klientel sehr stark an positiver Zukunftsschau entwickelt. Und dieses Wunschdenken der Esoterer von 1981 ist in der Esoterik-Szene nach wie vor dominant. Und teilweise werden dann in der Literatur, und das sind neuere Bücher, die dann im Grunde genommen eine Art Endzeit-Fahrplan entwickelt haben, eine Endzeit-Zusammenschau. Stefan Berndt wird da nicht müde, hier mal aus dem Buch. Das Buch stellt die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar
In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen. Und man sieht, auf wen man sich bezieht, Alois Irlmeier und andere Seher, das sind eher so ein bisschen ja Waldschrate gewesen, kann man sagen, denen man eben so noch ein ursprüngliches Wissen und eine höhere Erkenntnis zugeschrieben hat. Das Quellenmaterial bei diesen Büchern, ein weiteres Neustart, Visionen, Prophezeiungen über Europa und Deutschland nach Crash, Krieg und Finsternis. Auf wen bezieht man sich da? Hildegard von Bingen, Anna Katharina Emmerich, Maria Valdorta, Pater Pio, Jakob Lorber, Bertha Dudde, eine weitere Neuoffenbarerin und selbst Nostradamus. Also Sie sehen, es gibt hier wirklich viel Stoff. Hier nochmal ein neueres Buch, das sehr viele Auflagen erlebt hat. Hier die 17. aktualisierte Auflage, Jakob Lorber schreibt Knecht Gottes. Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende Katastrophen und das wahre Christentum. Eine andere, die auch immer wieder bemüht wird in diesem Zusammenhang, ist Baba Vanga, eine bulgarische Seherin, die erblindet ist. Und die hat also so um die 1940er Jahre, also so sozusagen zu Beginn des den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges, ihre Kundgaben geäußert. Sie hätte einzelne Treffer gehabt, aber sie lag aber auch oft sehr kräftig daneben. Nichtsdestotrotz wird sie gerade jetzt wieder in dieser Krisenzeit bemüht, dass sie zum Beispiel Wladimir Putin die Weltherrschaft prophezeit hätte. Blinde Hellseherin schockt mit Prophezeiung und dann natürlich auch immer wieder durch Rückgriff auf Nostradamus. Also da versucht man so eine einheitliche Linie zu konstruieren. Wladimir Putin hat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet und so weiter. Wird er noch weitergehen? Baba Vanga, eine blinde Wahrsagerin, sah eine Weltherrschaft und die als Nostradamus des Balkans bekannte Frau starb 1996 im Alter von 84 Jahren. Sie entstammte ganz einfachen Verhältnissen, aber sie wird sozusagen immer wieder dann bemüht, weil Nostradamus schon ein bisschen älter ist und dann versucht man dann eben auch neue Prophetinnen dann eben aufzurufen. Es gibt also auch in der, im Internet detaillierte Voraussagen. Und teilweise mischt sich das, das ist jetzt sehr klein, ich weiß, ich will Sie damit aber auch verschonen. Es wird die Gegenwartsanalyse vorgenommen und da spielen Verschwörungstheorien eine Rolle, dass also ursprüngliches Wissen unterdrückt wird. Es gäbe heimliche Drahtzieher, die eben auch die Menschen daran hindern würden, zum Spirituellen durchzubrechen und anderes mehr. Ich komme jetzt noch auf einen zu sprechen, Nostradamus, der da ja immer wieder eine Rolle spielt. Und vor allem ist das Problem die Interpretationen, also die Interpretation von Nostradamus. Und da gibt es eben sehr viele Interpretationsbücher. Das heißt, die Auslegung der Texte soll völlig zutreffend sein. Tatsächlich ist es aber so, dass in diese Texte sehr viel hineingelesen wird. Es gibt etwa 170 verschiedene lieferbare Titel. Derzeit existieren rund 400 Interpretationen, teilweise mit wissenschaftlichem Anspruch, die sich um das Deutungsmonopol der Schriften bemühen. Und man muss sagen, also Sie haben hier mal diese Lebensdaten 1503 bis 1566 von Nostradamus. Diese Texte sind ja ein Gemisch aus Französisch im Languedoc-Dialekt, mittelalterlichen Latein und zahlreichen eingeflochtenen spanischen, italienischen, griechischen, hebräischen und anderen Fremdwörtern mit eigenen Wortneubildungen, Umbildungen. Und da wird oft ein tieferer Sinn hineingedeutet. Und sie beziehen ihre Rätselhaftigkeit zu keinem geringen Teil aus der damals gängigen, uneinheitlichen Rechtschreibung und der Verstümmelung der Texte in den Setzerstuben der Drucker. Vor allem im Nachhinein werden angeblich immer wieder erstaunliche Treffer konstatiert, je nach Verwendung des Schlüssels oder der individuellen Interpretation. Und seit jeher steht Nostradamus eben
für geheime Prophezeiungen, verschlüsselte Weissagungskunst und eine mehr oder weniger düstere Zukunftsschau. Wer ist dieser Nostradamus? Dazu einige kurze Bemerkungen. Eigentlich heißt er Michel de Notre-Dame, ein französischer Astrologe. Er entstammt einer Familie konvertierter Juden, studierte Medizin, praktizierte eine Zeit lang als Arzt und führte ein unstetes Wanderleben. Zwischenzeitlich kam er in Kontakt mit dem bedeutenden Humanisten Julius Caesar Scaliger, mit dem er sich später aber überwarf. Als Arzt tat sich Nostradamus besonders bei der Bekämpfung der Pest hervor, und diesen Beruf übte er auch im Salon aus, wo er sich schließlich niederließ. Er veröffentlichte seit 1550 alljährliche Almanache in Prosa mit Weissagungen für das folgende Jahr. In der damaligen Zeit spielte die Astrologie eine große Rolle. Und wir müssen uns klar machen, das Zeitalter des Nostradamus war gekennzeichnet von politischen, militärischen, wissenschaftlichen und religiösen Herausforderungen. Astrologische Beiträge für das politische Leben hatten damals einen immensen Aufschwung. Und Nostradamus hatte so einen eigenen Schlüssel entwickelt und verband das mit visionären Schauungen für die Zukunft. Kritiker zweifeln jedoch seine handwerklichen astrologischen Fähigkeiten stark an. Nostradamus traf offensichtlich mit seinen Prophezeiungen den Nerv der Zeit. Er bietete so etwas auch wie eine Projektionsfläche für all die späteren Interpreten. Ich habe es mal so überschrieben: Fabulierlust ohne Grenzen, Nostradamus Interpretationen heute. Und wenn man sich das anschaut, meistens immer um die Jahreswende herum, findet man dann eben in entsprechenden Zeitschriften, astrologisch, esoterisch, immer wieder diesen Namen Nostradamus. Interessant ist, was ein Historiker zu Nostradamus rückblickend schreibt. Nostradamus hat dem Menschen ein Kaleidoskop der Zeit vor Augen gehalten, in dem sich das alltägliche Geschehen in zahlreichen Fragmenten spiegelt, die ständig ihre Position, Beziehung zueinander ändern, aber immer die gleichen Fragmente bleiben. Er hat einen labyrinthischen Turm aus Worten gebaut, der in der Rezeption durch seine Anhänger zu einem babylonischen Turm wurde. Erst die Nostradamisten haben die Sprachverwirrung in sein Werk getragen, die beim Propheten von Salon nur Methode wird. Endzeit oder Wendezeit. Ich schaue mal ein bisschen auch auf die Uhr, damit wir dann auch noch zu Gesprächen kommen. Dass sozusagen die Esoterik jetzt nicht nur vom Untergang fabuliert, sondern eben auch positive Perspektiven entwickelt, zeigen Bücher, die dann Entwürfe bis zum Jahr 2032 entwickeln. Es ist sozusagen die Rede von einem neuen Zeitalter, von einem goldenen Zeitalter. Sie sehen es hier auf einer Esoterikseite. Deutschland soll in Europa, gar in der gesamten Welt, eine Vorreiterrolle in der Transformation einnehmen. Nun, wer es glaubt. Interessant ist, dass es sehr viele Medien in der Esoterik gibt, sogenannte Channeling-Medien, die sich dann auch immer wieder zu Wort gemeldet haben, vor allem im Zusammenhang des 11. September 2001. Und für mich war das auch nochmal ein Schlüsselerlebnis, denn solche Kundgaben sind davon ausgegangen, dass die bei diesen Anschlägen zu Tode gekommenen angeblich damit einverstanden waren, ein Teil dieses sichtbar gewordenen Menschenhorrorpotenzials zu sein. Muss man sich mal vorstellen, das Böse wird letztendlich geleugnet, es fehlt jegliche Empathie und aus Opfern werden letztendlich dann auch Täter. Also es findet hier eine richtige Umkehrung statt. Bei dieser Esoterik-Szene beruft man sich immer gerne auf Kundgaben aus höheren Welten. Man beruft sich auf eine Urweisheit mit Kontakten zum höheren Bewusstsein, einen spirituellen Fortschritt.
Also es wird immer wieder behauptet, durch sensitive, erleuchtete Menschen würde also ein Bewusstseinswandel beschleunigt, in Bewegung gesetzt werden. Und diese Vorstellung eines spirituellen Evolutionismus durchdringt viele dieser Esoterikbücher. Und man merkt hier natürlich auch den Geist des Fortschrittsdenkens, wie er auch sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Und damit verbunden ist oft auch die Erwartung eines neuen Menschen. Die christliche Hoffnung versus Apokalyptik ohne Gott. Ich habe es Ihnen vorgeführt, Apokalyptik ohne Gott sozusagen im Zusammenhang einer säkularen Apokalyptik. Und wenn man sich diese Beiträge anschaut, dann begegnen uns mehr oder weniger diffuse, durchaus berechtigte Ängste der Gegenwart angesichts von Naturkatastrophen, Klimawandel, unkalkulierbare Risiken. Aber es wird eine apokalyptische Stimmung erzeugt, die mit christlicher Hoffnung eigentlich nichts mehr zu tun hat. Die Einsicht in die Funktionalität und historische Bedingtheit verbietet eine fundamentalistisch-wörtliche Übertragung der Bildwelt der Johannes-Offenbarung in heutige Verhältnisse. Es kann nicht darum gehen, in der Gegenwart die Anzeichen dafür zu suchen und zu finden, dass die apokalyptischen Weissagungen jetzt endlich eintreten. Es geht bei den apokalyptischen Aussagen der Bibel darum, dass Gott ja regiert und dass er das letzte Wort behält. Christliche Eschatologie und esoterische Zukunftshoffnung im Widerstreit. Varianten der säkularen Apokalyptik richten, wenn überhaupt, den hoffnungsvollen Blick auf den Menschen selbst, auf seinen Überlebenswillen und seine Fähigkeit, von vorne beginnen und den Neuanfang wagen zu können. Im Unterschied zur christlichen Zukunftshoffnung sind säkular-apokalyptische Entwürfe innerweltlich ausgerichtet. Die Erwartung einer besseren Zukunft wird ausschließlich dem Vermögen des Menschen, man könnte mit Leibniz sagen, dem unablässigen Fortschritt des Menschengeschlechts zugeschrieben und damit verdiesseitigt. Das heißt, viele dieser durchaus esoterischen Zukunftsutopien stellen letztendlich die Variante einer übersteigerten säkularen Hoffnung. Aus christlicher Sicht, und damit komme ich jetzt zu den Schlussthesen, ist Protest gegenüber Endzeitberechnungen ebenso wie gegenüber Datierungen einer angeblich unmittelbar bevorstehenden Heilszeit angezeigt. Christlicher Glaube weiß um die Begrenztheit und Vergänglichkeit dieser Welt, in der die Glaubenden aber auch Verantwortung tragen. Aber er weiß auch um den Anbruch einer neuen Zeit Gottes, die mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen hat. Ein zweiter Gedanke, die Datierung und Beschreibung eines spirituellen Evolutionssprungs überschätzt die Möglichkeiten des Menschen, sich heil ohne Gott im umfassenden Sinn anzueignen. Im esoterischen Kontext überwiegen rein innerweltliche Selbstverwirklichungshoffnungen, die von einer rein menschenbezogenen Weltsicht geprägt sind. Die Erwartung richtet sich demzufolge ausschließlich auf die spirituellen Fähigkeiten des Menschen, die ihn zum entscheidenden Motor für eine globale Evolution der Menschheit erhebt. Die Erwartung des christlichen Glaubens richtet sich dagegen auf das Kommen Gottes, auf die Wiederkunft Jesu Christi, die aller Ungerechtigkeit ein Ende bereiten wird. Und diese Perspektive ermöglicht letztendlich eine Gelassenheit und eine Weltverantwortung, da der Glaubende sich von Gott gehalten und getragen weiß. Ein dritter Aspekt, in der Gemeinschaft mit Christus gibt es schon jetzt neue Schöpfung inmitten dieser unerlösten Welt. Welche Perspektive ergibt sich daraus für den Glaubenden? Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann rät, Zitat, man kann nur darauf vertrauen, dass auch im Weltende ein neuer Anfang verborgen liegt, wenn man auf Gott vertraut, der aus dem Nichts ins Dasein ruft und aus dem Tod neues Leben
Leben aus dieser Hoffnung heißt dann, gegen den Augenschein und gegen alle Erfolgsaussichten jener Welt der Gerechtigkeit und des Friedens schon heute und hier entsprechend zu handeln. Es bedeutet ein unbedingtes Ja zum Leben angesichts des unausweichlichen Todes alles Lebendigen. Das ist der tiefere Sinn des legendären Lutherwortes von dem Apfelbäumchen, das er noch heute pflanzen würde, wenn er wüsste, dass morgen die Welt unterginge. Ganz zum Schluss drei Hoffnungstexte und damit höre ich auf. Zwei kurze und ein bisschen längere. Zunächst ein Hoffnungstext von Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe, der kurz vor dem Ende des Nationalsozialismus von den Nationalsozialisten in Flossenbürg hingerichtet wurde. Er hat in seinem Buch Widerstand und Ergebung Folgendes geschrieben. Es gibt Christen, die es für zu fromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Der zweite Text, überraschend vielleicht, von einem Kabarettisten, von Hans-Dieter Hüsch. Manche kennen ihn vielleicht. Es ist ein Dezemberpsalm über den gekommenen und den wiederkommenden Christus. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders, ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren, mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmück dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge, mein Auge lacht und färbt sich voll. Mein Glück, Jesus kommt, alles wird gut. Und ein letzter Text, es ist ein Gebet von einer Schweizer Schriftstellerin und Benediktinerin Silja Walter. Gebet des Klosters am Rande der Stadt. Jemand muss zu Hause sein, Herr, wenn du kommst. Jemand muss dich erwarten, unten am Fluss vor der Stadt. Jemand muss nach dir Ausschau halten, Tag und Nacht. Wer weiß denn, wann du kommst? Herr, jemand muss dich kommen sehen, durch die Gitter seines Hauses, durch die Gitter. Durch die Gitter deiner Worte, deiner Werke, durch die Gitter der Geschichte, durch die Gitter des Geschehens immer jetzt und heute in der Welt. Jemand muss wachen, unten an der Brücke, um deine Ankunft zu melden. Herr, du kommst ja doch in der Nacht wie ein Dieb. Wachen ist unser Dienst, wachen, auch für die Welt. Sie ist oft so leichtsinnig, läuft draußen herum und nachts ist sie auch nicht zu Hause. Denkt sie daran, dass du kommst, dass du ihr Herr bist und sicher kommst? Jemand muss es glauben, zu Hause sein um Mitternacht, um dir das Tor zu öffnen und dich einzulassen, wo du immer kommst. Herr, durch meine Zellentüre kommst du in die Welt und durch mein Herz zu Menschen. Was glaubst du, taten wir sonst? Wir bleiben, weil wir glauben. Zu glauben und zu bleiben sind wir da draußen am Rand der Stadt. Herr, und jemand muss dich aushalten, dich ertragen, ohne davonzulaufen. Deine Abwesenheit aushalten.
ohne an deinem Kommen zu zweifeln, dein Schweigen aushalten und trotzdem singen, dein Leiden, deinen Tod aushalten und daraus leben. Das muss immer jemand tun, mit allen anderen und für sie. Und jemand muss singen, Herr, wenn du kommst, das ist unser Dienst. Dich kommen sehen und singen, weil du Gott bist, weil du die großen Werke tust, die keiner wird als du, und weil du herrlich bist und wunderbar wie keiner. Komm, Herr, hinter unseren Mauern, unten am Fluss, wartet die Stadt auf dich. Dankeschön.